Liebe Zuschauer, im Internet ist heute fast alles möglich. Man kann seinen Traumurlaub buchen und vorher in ganz vielen verschiedenen Portalen schauen, welches Hotel am besten bewertet wird. Man kann auch seine große Liebe finden. Viel Glück für alle, die suchen und die sie auch finden. Und seit neuestem kann man auch in wenigen Schritten sein neues Traumhaus planen. Und wie das funktioniert, das haben wir uns angeschaut. Eine Webseite für die Hausplanung. Das bietet ein Startup-Unternehmen seit kurzem Verbrauchern an. So sollen sie genau zu dem Haus kommen, das sie sich wünschen. Tom und Petra haben ein Grundstück gekauft, um dort ihr Traumhaus zu bauen. Nur wie stellen sie das an? Ein Fertighaus kommt für sie nicht in Frage. Sie möchten einen individuellen Entwurf von einem Architekten, wissen aber nicht, welcher zu ihnen passt. Eine Webseite soll Bauherren einen persönlichen Architektenwettbewerb ermöglichen. Rund 200 Architekten hat das Portal bereits angeworben. Crowdsourcing wie PopularQ ist sehr, sehr interessant am Bau. Aus diesem Grund, weil jedes Gebäude individuell ist. Man bekommt viele Ideen von vielen Architekten und dadurch jeder Einzelne zu seinem Traumhausentwurf. Die Webseite ist vor einem halben Jahr gestartet. Seitdem haben 20 Kunden unter den Einsendungen einen Hausentwurf ausgewählt, der nun umgesetzt werden soll. Dafür mussten sie online, gegebenenfalls mit telefonischer Unterstützung der Firma, ein Formular ausfüllen. Man klickt bei der ersten Seite verschiedene Bilder an, was einem so gefällt. Holzfassade, Fachwerk, Betonarchitektur. Dann geht es weiter, indem man das Grundstück beschreibt. Also ist das Grundstück eben oder ist es Hanglage? Wie groß ist das Grundstück? Und man gibt die Adresse ein, wobei dann das mit Google-Koordinaten hinterlegt ist und der Architekt dann über Google Maps genau sieht, so sieht das Grundstück aus. Dazu kommen weitere Angaben, zum Beispiel zur Größe der Wohnfläche und dem Wohnstandard. Daraus wird automatisch ein Budget errechnet. Gezahlt werden muss nur, falls tatsächlich ein Entwurf ausgewählt wird. Dann dürfen die Kunden gemeinsam mit dem Architekten weitere Details besprechen. Der Kunde wird dann von uns wieder gefragt, was möchte er denn bauen? Also soll es ein Holzhaus sein oder ein gemauertes Haus, schlüsselfertig oder Ausbauhaus? Was für eine Energieeffizienzklasse, regionaler Baupartner oder überregionaler Baupartner? Und anhand diesen Kriterien suchen wir dann die 4, 5 passenden Bauunternehmen für ihn raus. Das Angebot soll den Bauherren möglichst viel Arbeit und Baustress ersparen. Für eine reibungslose, unkomplizierte Planung wollen die Gründer als Architekt und Bauunternehmer sorgen. Ihr Ziel? Jährlich ca. 1000 Bauherren zum Traumhaus verhelfen.